Also vollzählig guten Tag, meine Damen und Herren, begrüße Sie zur Pressekonferenz im Anschluss an die Partie der dritten Liga zwischen dem FC Cottbus und unseren Gästen vom SVW in Wiesbaden. Beide Trainer haben Platz genommen, der Gast hat wie immer das erste Wort, Sven Lehmann, bitte. Ja, wir hatten vor 3 Wochen, glaube ich, ein ähnliches Erlebnis, nur umgekehrt, als wir gegen Stuttgarter Kickers mehr oder weniger in der letzten Sekunde einen Ausgleich gemacht haben. Von daher weiß ich so ungefähr, wie sich Energie Cottbus jetzt fühlt, weil letztendlich ist das Spiel unentschieden ausgegangen, aber man fühlt sich als Sieger, genauso wie wir das vor 3 Wochen auch gemacht haben. Und für uns ist jetzt das Gefühl eher so, dass wir verloren haben. Wir haben auch nicht verloren, wir haben nur unentschieden gespielt, was letztendlich für uns dann auch zu wenig ist nach der guten ersten Halbzeit. Ja, wir wussten, dass nach der Halbzeit Energie mit Sicherheit nochmal kommen wird, wollten die erste Viertelstunde 20 Minuten überstehen, um dann eben auch ein bisschen Ruhe im Spiel zu haben. Das haben wir nicht geschafft. Wir sind nicht gut aus der Halbzeit gekommen, kriegen dann auch prompt den Anschlusstreffer. Und dann ist es ein Spiel geworden, ja, ich denke, davon hat es schon sehr viele hier gegeben, mit sehr viel Hektik. Ja, und das hat uns im Spiel ganz einfach nicht gut getan. Unabhängig davon glaube ich schon, dass wir ab der 70. Minute die Sache schon wieder einigermaßen im Griff hatten, wenig zugelassen haben, defensiv. Unabhängig davon waren wir eben nicht in der Lage, das entscheidende dritte Tor zu machen. Trotzdem sollte man dann in der Lage eben sein, eine halbe Minute vor Schluss den Ball so wegzukriegen, dass er weit weg ist, dass es ein bisschen dauert und dann hätte der Schiri abgepfiffen. Aber dazu sind wir heute nicht in der Lage gewesen, auch in ein, zwei anderen Auswärtsspielen nicht, wo wir ja, diese letzte Konsequenz eben das Tor zu verhindern, teilweise kurz vor Schluss nicht gehabt haben und deshalb fahren wir leider nur mit einem Punkt nach Hause. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Sven Lehmann, für seine Einschätzung. Ich übergebe das Wort an Vasile Mirutta. Viel will ich nicht sagen, aber heute sage ich Leistung meiner Mannschaft. Wir haben heute gegen eine gute Mannschaft, gut organisierte Mannschaft, ja. Aber wir haben einer gesprochen von der Spiel, wir haben andere gemacht. Erste 20 Minuten, wir waren flach. Ich weiß nicht, war mit den Jungs in der ersten 20 Minuten. Okay. Wir haben, sage ich, ein paar Minuten. Erster Tor für einen Freistoß, der zweite. Ja, wieder eine Fehler. Der wichtige und positive war wieder. 0-2 in der Rückstand, ja. Wir kommen aus der Kabine. Wir haben eine gute zweite Halbzeit. Ja, am Ende steht 2-2. Natürlich bin ich nicht zufrieden mit der Leistung von meiner Mannschaft, aber Gott sei Dank, wir haben jetzt 2-2 Zeit und warten von uns viel Arbeit. Gratulation aus Wien und viel Glück. Ich wünsche der nächste Spieler. Vielen Dank, Vasile Mirutta. Besteht nun wie immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen an die Trainer. Bitte um ein kurzes Handzeichen, so es welche gibt. Wir haben ein Mikrofon im Raum. Möchte jemand? Ja, Herr Noack. Vasile, man hat derzeit den Eindruck, dass die 90 Minuten für euch immer zu lang sind. Also die Mannschaft schafft es nicht, diese Leistung, die sie am Ende gezeigt hat, über 90 Minuten zu zeigen. Wie kann man diese Konstanz reinbringen? Natürlich hast du das gemacht. Wir waren auch heute nicht konstant, ja. Wir wollen natürlich 90 Minuten, über 90 Minuten konstant zu haben. Wir haben nicht in Magdeburg das gehabt. Wir haben in Magdeburg auch, denke ich, letzte 30 Minuten gut gespielt. Ja. Heute wieder zweite Halbzeit gut gespielt. Wir haben auch 2 Tore, aber wir kriegen das. Es steht viel Arbeit vor uns und das will ich machen mit meiner Mannschaft. Gibt es weitere Fragen? Franziska Ringleben von Bild Berlin. Sie meinen, Sie kriegen das hin, Sie wollen es angehen, aber was sind die Stellschrauben, die Sie jetzt angehen wollen in den nächsten Tagen? Natürlich, in dieser Pause war es besser für mich gewesen, für die Mannschaft, wenn war keine Spieler, ja, aber wir haben 2 Spieler Mittwoch und Samstag, ja. Noch einmal, ich muss den Kopf gegen meine Jungs, ja, weil ich weiß nicht, warum, wir haben Angst vor unserer Fans. Ja, wir sind in Cottbus, wir müssen zeigen, zu Hause, wir sind stark, wir haben die Fans unter uns zu schauen und das, wir haben erst die Halbzeit nicht gemacht. Ich habe in der Halbzeit noch einmal kurz
So lange bin ich hier Trainer. Das geht nicht mit so einer Leistung wie nächste Halbzeit. Wenn einer will nicht kämpfen für diesen Verein, kann gehen am Morgen. Aber wenn ich bleibe 12 oder 13, ist auch kein Problem. Weil wir sind Energie Cottbus, wir sind nicht XYZ, ja? Wir müssen alle zusammen kämpfen, dieser Verein, raus, wie schnell wie möglich raus aus dieser Situation. Aber in der Woche, ich habe viel zu tun. Und das will ich machen. Wir kriegen das, ich bin sicher, weil ich sehe, wir haben Potenzial, ich habe gute Spieler, aber wir müssen mit anderer Mentalität auf dem Platz stehen. Das ist sicher. Weitere Fragen? Ja, bitte. Bertolt Neumann von der Sächsischen Zeitung. Vasile, du setzt Hoffnung auf junge Spieler wie Jonas Zickert. Heute wirkt er aber etwas überfordert mit der Aufgabe. Wie wirst du da weiterverfahren? Du hast ja Robert Berger im Aufgebot gehabt. Sind das im Moment die richtigen Spieler, um diesen Abstiegskampfdruck auszuhalten, oder planst du da anders? Die gute Fußballer beide, ja. Zickert ist 18 Jahre, ja. Robert 19 Jahre. Beide waren gute Marke vor letzter Woche, ja. Heute leider war er, sage ich nicht, schwach. Die ganze Mannschaft war schwach in der ersten Halbzeit, ja. Aber sind Jungs. Muss noch lernen, ja, und weiter kann lernen, nur wenn er auf der Platz steht, egal wie viele Minuten, ja. Das war meine Entscheidung heute, auf 35. Minute raus, weil ich wollte mit einer Stürmer spielen, ein bisschen offensiv, mit zwei Spitzen, ja, mit Richard und mit Breitkreuz. Und ich habe Matuschka als zentraler Mittelfeld, ja, zweite Halbzeit, ja. Aber beide sind gut und mache mich keinen Gedanken. Manchmal ist es auch, also ein schlechter Tag, aber kommt wieder Sonne. Aber ich vertraue beide, wir sind beide gute Fußballer, sind aus Cottbus beide, ja. Waren beide in unserem Nachwuchs, kommen nach oben beide und ich vertraue diese beiden Jungs. Gut, ich sehe keine weiteren Fragen, dann bedanke ich mich, wünsche Ihnen allen angenehmes Restwochenende, den Gästen aus Wiesbaden eine gute Heimreise, bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.